Das war's? Das ist total für'n Arsch. Hast du deine Manieren vergessen? Amerikaner klopfen. Wo ist das Original? Wie gesagt, je mehr Arbeit du mir abnimmst, desto mehr schwarze Balken gehen in Ruhestand. Na komm. Steig ein, ich gebe dir einen Vorgeschmack. Sieh es als eine Anzahlung. Okay, legen Sie los. Als ich deinen Alten rekrutiert habe, tranken wir eine Flasche Scotch in der Spelunke in Tirta. Er arbeitete noch für Pagan Min damals, mit einem Leuchten in den feuchten Augen. Als Min den Thronerben von Kyrat kaltstellte, hat die Kacke ganz schön gedampft, mein Freund. Verzeih die Wortwahl. Was? Nein, 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 ich kann sie nicht mehr hören. Keine Sorge, ist alles in dem Dokument, das ich dir nach dem Job geben werde. Als deine Mutter Kyrat verließ, brannte förmlich die Luft. Wie ich gehört habe, steckt Yuma da mittendrin. Du willst antworten? Alle Wege führen zu ihr. Was wissen Sie über sie? Sie ist Pagan Mins Stellvertreterin. Kam zusammen mit ihm aus Hongkong, voll mit Triadenkontakten, Atergo. Du weißt, was das heißt. Atergo? Na sicher. Also, was machen wir hier? Wir holen uns eins von Yumas Lagern und den Kerl, der es leitet. Schalte ihn aus. Dann wird Yuma uns sicher was vorsehen. Wie er mich rausschubst. Und damit auch herzlich willkommen zu Part 20. 20 Stück schon. Ja. Töten oder töten lassen? Das ist hier die Frage. Ja, ich würde sagen, wir gehen... das Akash-Kloster. Ich würde sagen, wir müssen jetzt ja auch etwas vorsichtiger sein. Da oben sehe ich schon den ersten. So eine Ziege habe ich auch noch nicht. So. Ja, kein Bock. Ich glaube, die suchen mich. Ich bring deine scheiß Familie um! Scharfschütze da oben will aber auch nicht sterben. Genau, wenn ich schieße, ducken die sie. Pass auf, ich mach's anders, ich gehe näher ran.
Scheißwaffe, los jetzt hier, Rambo. Gib den Fingern nicht vom Abzug! So, jetzt noch den einen. Stirb, goldener Pfad! Willis, Yumas Stellvertreter ist erledigt. Bist du sicher, dass es der Richtige war? Woher soll ich wissen, ob es der Richtige war? Mach ein Foto von ihm und schick es mir. Die immer mit ihren Fotos. Papa, Paparazzi und zack. Nichts für ungut, Junge. Das ist nicht unser Mann. Der Kerl, den du suchst, überwacht Yumas archäologische Grabung. Ich sag dir was. Leg doch einfach jeden in dieser Gegend um, der aussieht, als wäre er für was Wichtigeres als Kloputzen und Tellerwaschen zuständig. Nichts ist amerikanischer, als alle zu töten und Gott die Details klären zu lassen. Ruf an, wenn du fertig bist. Na gut. Dann machen wir halt eine Säuberung. Hab dich gehen! Mit mir auch voll auf den Sack. Feuer frei! Zeigt es ihnen! Ich werde dich zerstückeln! Ich stell mich schon wieder an, ey. Ich treffe nicht. So. Muss mal Schnee zur Seite schieben. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt ruhig. Mal gucken, ob wir es jetzt ruhig schaffen. Fällt mir gerade an, eigentlich wollten wir die Festung machen. Die Festung machen wir auf jeden Fall nach der Mission. Ihr habt die nicht verpasst. Das Ziel hat das Gebiet verlassen. Ich werde dich kalt machen, Gale. Kommt, wir finden den Drecksack. Kommt, wir finden den Drecksack. Mach sie kalt. Der Helikopter gesehen, nicht zieh weg. Auf jeden Fall mehr Kugeln aus. Im Namen
Ist ja keiner. Feuer frei! Das war knapp. Zum Glück bin ich im Haus. Die Bomben hier natürlich alles wieder weg. Der Typ mit dem Mörser hier oben, der hält mir auf den Sack. So, einer noch. So, hier drinnen muss es sein. Da. Eine der Leichen hatte einen Schlüssel dabei. Wir gehen die Orden aus. Ruf an, wenn der Kommandant tot ist. So, haben wir hier mal kurz die ganze Basis gesäubert. Hier haben wir wieder einen Zettel. Braucht man in dem Spiel zum Glück nicht lesen, sind alles nur so sinnlose Informationen. Oh, hier geht's in eine Mine. Finde einen Weg durch die Höhle. Wir werden bestimmt gleich Gesellschaft kriegen. Die haben es auf mich abgesehen. Ich mach mich mal rar. Was? Warten Sie. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Werd nicht dran, sich Butterblümchen. Ich komme, wenn du fertig bist. Butterblümchen. Erst bei Assassin's Creed Pisspot, jetzt Butterblümchen. Jetzt bin ich noch hier runtergerutscht. Das wollte ich doch gar nicht. So, erstmal den hier oben. Das war knapp. Boah, bei denen kannst du keine, aber da kannst du. Oh oh. Mann, kann der auch mal klettern jetzt bitte? Ah! 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 Ah!
drauf jetzt, ja. Schnell wegrennen. So, jetzt sind wir weit genug weg von denen. Jetzt kann man hier auch wieder in Ruhe gucken. Checkpoint. So. Finde und töte Yamas Stellvertreter. Würde ich sagen, guck mal erstmal. Da haben wir schon Scharfschützen. Mins Botschaft erreicht die Menschen nicht. Wir müssen mehr tun, um die Funktürme zu schützen. So, haben wir erstmal alle im Blick. Das war knapp. Schluck das! Boah, zieht er sich nicht Splitter aus dem Finger. Du kannst wegrennen, aber entkommen tust du zu! Durchhalten! Alter. Sei Pukai! Du liegst gleich im Dreck! Ha! Hört nicht auf zu feuern! Kämpft um jeden Meter! Kommen auf jeden Fall ganz schön viele. So, hier haben wir Munition und ein Medipack. Ich habe mehr getötet, als du dir vorstellen kannst. Leg! Ja. Reicht mir, wenn ich dich töte. Du mit Granaten um dich werfen, der Pavian Arsch, wie er sagen würde. Da oben sind noch zwei. Eine Panzerfaust, ey. Wenn jetzt ein Helikopter kommt, dann wissen wir Bescheid. So. Dürfen wir aber alle haben. Hoffe ich. Überall Waffen rum. Eliminiere Jumas Stellvertreter und seine Wachen. Wolltest du, dass die mich sehen? Gucken erst. So, haben wir schon gleich den Yamas da erledigt, den Stellvertreter. Findet ihn! Der Tod wird dich erlösen! Naja, komm. Wieder reinwaschen.
schon. Hat er da oben natürlich ein Stromgewehr? So, da kommt der eh noch. Geht doch. Ja, haben wir ihn erledigt. Eine Sekunde. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Gut. Ich komm rüber und hol dich ab, wenn ich mit dem Frühstück fertig bin. Du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, in dieser Gegend Speck zu finden. Hol es out. Der Typ. Danke für den turbulenten Flug, Butterblümchen. Sobald ich noch eine Spur zu Yuma finde, melde ich mich. Ja, damit haben wir die Mission. Hat uns einfach aus dem Flugzeug geschmissen. Mit so einem Kleidanzug. Jetzt sehe ich gerade, hier ist noch ein Turm. Ich werde mir noch den Turm holen. Den wir rot auf der Karte sehen. Wenn ich dir einen Rat geben darf, AJ, wenn du mal was aufstechen musst, lass einen Profi ran. Egal, wie selten solche Profis in dieser Gegend auch sein mögen. Wusstest du, dass ich wegen deiner Mutter einer ganzen Klasse das Medizinstudium in Singapur bezahlt habe und sie kam nie zurück? Kannst du dir so viel Undankbarkeit vorstellen? Tja, Paul hat sich um ihre Familien hier in Kyrat gekümmert und ich ließ meinen Einfluss in Singapur spielen, spürte sie auf und fand für jeden von ihnen ein passendes Ende. So befriedigend das auch war, jetzt muss ich mir Sachen selbst aufstechen. Gary, bring mir endlich die Gase und das verdammte Desinfektionsmittel! Tja, in dem Sinne sehen wir uns in Part 21, die nächste Willi-Mission. Den Turm lasse ich jetzt doch sein. Bis gleich.